Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Hier sind wir mit Mare. Wir sehen mit einer neuen Folge der Black Ops 3 Beta. Und diesmal, liebe Leute, sehen wir uns die Lackiererei etwas an. Ja, ihr fragt euch, was das ist. Ganz einfach, wir dürfen unsere Waffen selbst anmalen. Ja, das klingt so wie Malen nach Zahlen. Ich habe es selber noch nicht probiert. Wir werden es einfach mal anschauen. Und ich finde das Feature generell nicht gerade schlecht. Also ich würde mir... Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass auf meiner Waffe einige Penisse raufmale und ein paar Beleidigungen. Deswegen sehen wir uns das an. Ja, wir drücken hier einfach mal die Starttaste. Dann haben wir hier einmal die Optionen. Hier können wir zum Beispiel mal das Netzwerk einstellen oder die ganze Party oder die anderen in der Lobby stumm schalten. Aber wir wollen hier rein, in die Lackiererei. Alles andere ist leider noch gesperrt in der Beta, aber... Die Lackiererei nicht, und wir malen hier ein bisschen mal nach Zahlen, beziehungsweise vielleicht auch eine Hello Kitty rauf. Ich keine Ahnung. Ich bin wirklich kreativ wie ein linker Schuh, aber ich nehme hier mal meine Lieblingswaffe. Okay. Neu erstellen. Okay, links. Okay, ich kann 64 Ebenen hinzufügen. Okay. Wir haben hier Symbole. Wir haben aber auch Muster, nochmal Symbole und Zeichen. Ah, das sieht ja schon mal wirklich schick aus, ne? Aber ich will hier wirklich was Spezielles auf meiner Waffe. Ich will, dass der Gegner sieht, hä? Mit dem lege ich mich nicht an. So. Ah, okay, Zahlen. Ah, komm, nehmen wir mal. Oh. Okay. Das geht anscheinend nicht nach vorne, sondern nur der Griff, ne? Okay. Man sieht ganz genau, wie das P verschwindet. Ja. Okay, das ist ein bisschen schade, ne? Umriss, Volldarstellung. Ah, okay. Es sieht auch schick aus, ne? Drehen können wir, Transparenz. Da tut sich nicht viel, ne? Bei der Transparenz. Nee, tut sich nicht viel. Farbauswahl. Wir nehmen mal ein schönes Rot, ne? Oh, ja, ein bisschen. Nee, es soll schon rausstechen, ne? Wir nehmen das hier. Okay, ich würde gerne Materialauswahl. Was ist das hier? Oh, sehr schön. Hey, das ist wirklich mal geil, finde ich, ne? Das ist geil. Was ist die Tarnung? Okay, die ist gesperrt, oder wie? Scheint so, ne? Wir nehmen mal ein schönes Rosa. Okay, hier. So, ich würde es gerne kleiner machen, ne? Ich würde es gerne kleiner machen. Wie kann ich es kleiner machen? Feste. Ah, okay. R3 müssen wir drücken hier. Oh, sieht ja wirklich schick aus. Patsch! So, was nehmen wir jetzt? Natürlich ein N. Machen wir wieder etwas kleiner. Ah, ich weiß nicht so recht. Sieht ja schick aus. Oh, das sieht ja schick aus. Oh! Also Leute, ich übertreffe mich hier wirklich gerade selber. Ich wollte eigentlich Materialauswahl, da wollte ich hergehen. PE. Leute, wieder verschoben. Das sieht ja fast gerade aus, ne? So. Dann nehmen wir hier nochmal eines. Oh, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Uah. Ah, okay. Also man kann mit dem rechten Analogstick selbst schon ein bisschen umstellen. Man kann es aber auch frei die Größe bestimmen. Okay, das sieht fast gleich aus, ne? Ja, komm. Materialauswahl. Patch. Okay. Und jetzt nochmal, liebe Leute.
Was fehlt uns noch? Was fehlt uns noch? Ich bin nicht so gut in Deutsch, ne? In Deutsch. Deutsch wäre Sprache für mich. Ah, das sieht ja so schön aus. Ohne Scheiß, mit der spiele ich dann im Multiplayer. Ohne Witz. Okay, das sieht schick aus, ne? Jetzt müssen wir natürlich wieder die gleiche Farbe nehmen. Waffe wollte ich schon fast. Oh, jetzt habe ich es wieder verschoben. Back. Und wir brauchen natürlich noch ein schönes S. Ein schönes S, Leute. Oh, das sieht mal schade hier. Schade, das sieht man nicht mehr ganz. Wieso ist das so im Hintergrund? Kann ich das nicht entfernen? Das ist irgendwie schade. Okay, ich positioniere es mal da. Werde aber wahrscheinlich alles noch ein bisschen kleiner machen müssen, ne? Kleiner machen. Ah. Ich glaube, das könnte sich ausgehen so. Ja, komm. Das noch ein bisschen kleiner. Das sind ja wieder die Striche da im Weg, ne? Aber scheißegal, die wissen ja eh, um was geht, ne? So. Sehr schön. Sehr schön. Ich habe noch nie etwas Schöneres gesehen. Wirklich, Leute, wirklich. Ah. Machen wir auch gleich groß. Oh. Sehr schön. Wobei, wenn ich die Buchstaben kleiner mache, dann kann ich's ja, Leute, dann kann ich's ja weiter rübersetzen, ne? Machen wir mal so. So. Ah, ein bisschen größer noch. Ums Arsch lecken, ne? Nee, das war zu viel. Oh, die Musik ist gerade weg. Aber egal. Egal, Leute, egal. Oh! Größe verschoben. Oh, sieht ja wirklich schick aus. Oh. Alter, ich werde so viele Leute recken mit ihrer Waffe. Nur weil das oben steht. So, ein bisschen kleiner noch. Ah, oh, sieht ja wirklich schick aus, ne? Und was brauchen wir noch? Jetzt schauen wir mal die andere Seite an. Ah, oben, okay. Links, rechts, oben. Ja komm, dann hauen wir oben jetzt was Schönes rauf, oder? Ne, ich will sie drehen. Wie kann ich sie drehen nochmal schnell? Ah, drehen. Penis. Penis. Sieht aber nicht aus wie ein Penis, oder? Okay, sehr schön, sehr schön. Ein bisschen mittig noch. Ja, ist ein bisschen schwer, da jetzt die Mitte zu finden, ne? Bisschen geht's, ein bisschen. Ach so, ist, glaube ich, die Mitte. Na komm. So, nehmen wir Farbe noch. Oh, sehr schick, sehr schick. Leute, ich habe es noch nicht positioniert. Oh, sehr schick, Leute, sehr schick. Jetzt brauchen wir noch ein paar Kugeln, ne? Was nehmen wir hier? Was für Kugeln nehmen wir? Hm. Ja, Leute, ich finde das ziemlich cool, ne? Wenn man sich die Waffe selber anmalen kann, das hat wirklich was. Und wir brauchen hier... Ah, das wollte ich. Jawohl. Na? So? Hahaha.
Leute, ich kann nicht mehr. Nee, die. Alter, das wäre geil, ne? Ein bisschen Haare noch dran, ne? So. Ah, das sieht ja schick aus. Ah, ein bisschen größer noch, ne? Ist noch nicht ganz symmetrisch hier. Boah! Alter Leute, was sagt ihr jetzt? Was sagt ihr jetzt? Oh, die ist noch nicht positioniert. Das linke Ei. So, muss ich es wieder gleich groß machen, ne? Weil sonst hat er einen Wanderhoden. Okay. Ein bisschen noch. Ah, sehr schön. Sehr schön, liebe Leute. Okay, was brauchen wir noch? Ich glaube, die Spitze passt schon so, ne? Oh. Oh. Das ist mein Gegner, ne? Das ist mein Gegner, mein gieriger Gegner. So, Farbauswahl, was nehmen wir hier? Was nehmen wir hier, Leute? Was nehmen wir hier? Nee. Ich weiß nicht, mir gefällen die Muster ein bisschen mehr als die Farben. Zumindest sieht man es besser. Warte, Moment, wo ist die? Hier ist es. Ja, wobei es sieht überall scheiße aus, ne? Hm. Okay, wie kann ich es ändern? Okay, was haben wir sonst noch so im Angebot? Das? Das wäre geil. Piu. Piu. Okay, ein bisschen kleiner. Oh, das ist, glaube ich, schon zu klein, ne? Ja, das ist zu klein, ne? Das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts, liebe Leute, das bringt uns nichts. Was haben wir hier noch alles? Schauen wir mal, Muster. Muster wäre natürlich auch geil, ne? Aber das, wir wollen ja ein bisschen was anderes. Buchstaben. Ja, wir sind halt hier wirklich begrenzt hier, ne? Ja, komm, Leute, komm. So, wie drehe ich es nochmal schnell? Hier. So ein bisschen größer noch, natürlich. So. Noch größer. So. Na okay, noch ein bisschen. Ein bisschen noch. Nee, das ist zu groß. So, die Farbe müssen wir natürlich auch aussuchen. Was für Farbe nehmen wir natürlich? Was könnte das wohl sein? Ah, ich weiß nicht, aber... ich hab's... Jetzt. Ja, man kann anscheinend hier wirklich viel machen. Und... Ja, wir haben ja noch eine ganz andere Seite, ne? Penis. Sehr schön. Wobei, hinten haben wir den Griff auch. Da werden wir einfach mal ein Muster raufgeben. Einfach nur, um zu sehen, wie es so aussieht. Was nehmen wir denn? Das hier. Okay, unten geht schon nicht mehr. Es geht anscheinend nur die obere sichtbare Ebene. Okay, jetzt nehmen wir mal wieder ein schönes Muster. Wow, das sieht ja wirklich geil aus, ne, Leute? Er hat auch was, ne? Geil. Weiß nicht, mir gefällt das wirklich. So, patsch. Sieht ja wirklich schick aus, ne? Sieht ja wirklich schick aus. Wobei, ich finde, das geht ein bisschen unter, da die Farbe. Die geht hier irgendwie unter. Na komm. YOLO. Okay, viel Platz haben wir nicht mehr. Wir können nur mehr... Das ist halt das Blöde. Beim P können wir nicht weiter raus, ne? Also wir sind halt wirklich hier ein bisschen angebunden. Mit der Größe her und alles. Größe. Sehr schön.
Leute, sehr schön. Nee, fertig bin ich noch lange nicht. Das können wir auf Kreis machen. Wir schauen uns jetzt die andere Seite an. Hinten, das passt schon so. Ja, komm. Das passt schon so. Was nehmen wir hier? Haben wir irgendwas Homosexuelles? Wirklich, Leute. Ein Delfin. Jeder will ein Delfin. Ein schwuler Delfin. Ein schwuler Delfin. Flipper, sie nannten ihn Flipper. Flipper. Der Chromflipper, ne? Ich weiß nicht, Chrom fällt irgendwie nicht so auf. Mir gefällt das Rosa wirklich gut, ne? Das soll ja für den Gegner sichtbar sein, ne? Das soll ja für den Gegner sichtbar sein. Oh. Batsch. So, was haben wir noch alles? Schauen wir mal. Ein Pflaster? Nö, wollen wir nicht. Haha. Ja, wir wollen unsere Freunde natürlich auch zum... Ich, Alter, ich wollte jetzt nicht den Geier, ne? Nee, ich wollte jetzt wirklich nicht den Geier. Ich wollte das Haha, ne? So, Haha. Haha. Hat der Delfin sagt Haha, ne? Haha. Haha, sagt er, ne? Haha, ich hab dich gereckt. Ah, wie ihr seht, ich bin wirklich kreativ, ne? Ich hatte eine schöne Kindheit. Eine wirklich schöne Kindheit. Und ja, in dieser Kindheit lernte ich halt verschiedene Sachen zu malen. Das muss man halt wirklich mal sagen. Und meine Sachen, die waren halt immer ein bisschen, ja, gleich, können wir sagen, ne? Gleich, das probieren wir mal. Das sieht geil aus, ne? Ich weiß nicht so recht. Es sieht cooler aus, aber ich glaube, da wäre ein Muster um einiges cooler, ne? Schauen wir mal, was wir noch so haben. Ein Flüchtlingszelt vielleicht, ne? Ein Flüchtlingszelt. Hier so. Nee, komm, ohne Scheiß. Der war tief. Schauen wir mal. Muster. Was wollt ihr sehen? Es ist so ein bisschen blöd, ne? Wenn ich streamen würde, dann wär's geil. Könnte ich fragen, hey, was wollt ihr sehen? Bla bla bla. Aber das sieht schon schick aus, ne? Also man ist halt wirklich eingeschränkt hier. Mit den Farben und so. Beziehungsweise auch mit dem Platz, wo wir alles hinsetzen können. Also ich werde es nochmal zeigen. Den nehmen wir jetzt zum Beispiel, wie ihr seht. Wir können aufeinander machen, die Ebenen. Wir können das zum Beispiel machen. Ah, der ist schön. Der gefällt mir. Oh. Back. Back. Das Haha setzen wir ein bisschen runter. Drehen die ganze Scheiße noch ein bisschen. Das ist der Haha. Delfin. Das ist der Haha-Delfin. So, ich nehme mal für euer Verständnis, nehme ich hier mal irgendwas. Was nehmen wir? Ja, komm, wir nehmen einfach mal das hier. Also, wie ihr seht, man kommt halt nicht raus, ne? Man ist halt hier wirklich, man hat diesen Teil, was ihr seht. Moment. Ich mach's für euch farblich. Sodass ihr es seht. So. Seht ihr das beim Rosenen? Also man kann hier wirklich nur das hier alles anmalen und wir können, glaube ich, 64 Symbole ändern. Das heißt, ich kann hier reinmalen, was geht. Ne? Ich kann hier mich wirklich kreativ austoben, aber man sieht halt nur den oberen Teil. Unten haben wir nichts mehr. Ne, haben wir nichts mehr. Also man ist halt, ja, Man sieht halt nicht alles, ne? Muss man sagen. Und ja, ich weiß nicht, ich find's so gesehen cool, muss ich sagen. Und hat was, ne? Man kann hier wirklich individuell seine Waffen... Okay, das wollte ich mal. So.
Man kann ja wirklich individuell seine Waffen hier zusammenstellen und ich mag's. Na, wir sehen uns nochmal meine schöne Waffe an. Oh, sehr schön. Sehr schön. Und von oben noch, sehr schön. Wobei, nee. Nee. Das rechte Ei, das passt mir nicht ganz. Perfekt. Sehr schön. Sehr schön, Leute. Sehr schön. Und das hier. Also ich weiß nicht, es hat was, ne? Man muss halt mit dem Platz etwas sparen. Aber so gesehen finde ich es wirklich eine tolle Idee, weil bei Advanced Warfare hatte man nur die Möglichkeit nach verschiedenen Waffen. Also da gab es ja die gleiche Waffe, nur etwas verschieden in Elite. Und hier kann man sich halt wirklich austoben. Und ich bin gespannt, Leute, was ihr alles so auf die Reihe bekommt. Und ihr könnt mir ein Bild von eurer Waffe schicken auf Facebook. Ihr findet den Facebook-Link in der Videobeschreibung und ich werde es dann dort einfach posten. Und mal schauen, was wir so zusammen bekommen. Ansonsten, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Der kleine Picasso, wie ihr seht, hat sich ausgetobt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Teil. Danke fürs Zusehen. Abo wäre geil. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Und bis zum nächsten Teil. Euer Memento Mori. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao. Was, Alter? Es wird ein Outtake. So, fertig. Tschüss, Leute.